Er hat uns gewarnt, nachdem vor wenigen Tagen Markus Fugmann ins Bullenlager übergewechselt ist. Er hat noch gesagt, Leute, ich warne euch, denn ab jetzt wird's gefährlich. Ich wechsle aufs Bullenlager, hat er ganz lauthals verkündet. Und der Markt, der hat dann gesagt, oh, Markus, dann müssen wir jetzt drehen. Also ein lieber Gruß in deine Richtung an dieser Stelle. Nein, tatsächlich, der Markt hat aber tatsächlich jetzt in diesem Fall die Abwärtsseite offensichtlich lieber. Wir sehen das, dass es allerdings auch nicht das allererste Mal ist, dass der Markt einen starken Drop hier nach unten bringt. Wir haben eine starke Abwärtsbewegung hier. Das ist das, was wir jetzt im Moment sehr auffällig natürlich empfinden. Wir sehen allerdings auch, dass das hier eine starke Bewegung ist. Wir sehen, dass das eine starke Bewegung war. Wir sehen, dass das eine starke Bewegung ist. Also wir sehen, dass das jetzt nicht ganz neu ist. Das müssen wir dazu sagen, weder beim Nasdaq noch bei den anderen Indizes. Wir hatten sowas schon ein paar Mal. Deshalb sollten wir nicht gleich in Verzückung, in Rage oder Aufregung geraten, wenn der Markt so eine Bewegung macht. Das alleine sagt noch gar nichts. Aber wenn das in den Zusammenhang einer Bestätigung fällt, dass nämlich die Abwärtsseite einfach die stärkere ist und die anderen keinen Bock mehr haben, ich sage das mal so landläufig, dann ist das ein ganz gutes Zeichen. Ja, wie wäre das denn? Na, wenn die anderen noch stark sind, dann müsste der Kurs ja relativ stark auch darauf antworten, relativ schnell und stark darauf antworten, also entsprechend mit Schub in diese Richtung. Solange das passiert, das kann uns jetzt auch heute noch passieren. Bitte nicht jetzt im voreiligen Schluss hier, dann sagen, die Short-Seite ist jetzt definitiv die stärkere. Wir hatten das schon. Das ist nicht wirklich was ganz Neues. Erst wenn die Bullen nicht mehr können oder wollen, wie auch immer, dann wird der Markt in irgendeiner Form wackelig nach oben kommen mit Kursüberschneidung. Zum Beispiel eine ABC. Jetzt ist das Doofe bei einer ABC. Ja, aber das kann doch auch so weitergehen. Richtig. Und deshalb wisst ihr, für mich ist noch ein anderer Baustein. Nicht nur die scharfe Abwärtsbewegung ist wichtig, nicht nur wackelig oder ABC nach oben ist wichtig, sondern auch der Trigger, der sogenannte Tritt in den Hintern im Sinne von, na jetzt aber los. Das wäre eben dann das Ding, was uns zumindest noch mal ein Stück weiter nach unten bringt. Das alleine wird auch nicht auslösen, dass der Markt zwangsweise in diese Richtung, also die Richtung vielleicht schon, aber nicht auf diese Weite fällt. Auch wenn wir damit rechnen müssen. Denkt immer daran, eigentlich steht das immer noch aus. Wir sind zwar hier ein gutes Stück drüber gegangen, aber wir sind noch nicht weit genug weg, als dass dieses Szenario generell völlig absurd ist. Ich weiß, viele sagen, kann ja nicht sein, es wird Geld gedruckt, kann ja nicht sein dies und kann ja nicht sein jenes. Aber apropos Geld gedruckt, da ist es interessant, heute abends mal um 20 Uhr mal drauf zu gucken, da ist die Fed nämlich dran, was die dazu sagt. Nicht so sehr, wie die Zinsen sich entwickeln, das ist, glaube ich, nicht der große Burner, aber das Statement bzw. die anschließende Pressekonferenz, ihr seht, heute Abend 20 Uhr, 20:30 Uhr. Wird eine interessante Uhrzeit, da sollte man auf jeden Fall mal drauf gucken und dann beobachten, was von der Seite denn kommt. Denn wenn Geld aus dem Markt zurückgezogen wird und je mehr das passiert, desto eher werden solche Szenarien auf jeden Fall realistischer. So, aber dem will ich noch nicht vorweggreifen. Für mich ist es ja auch nicht so sehr fundamental hier zu argumentieren. Es ist absolut nachvollziehbar. Für mich ist aber auch immer noch wichtig zu gucken, was machen denn die Marktteilnehmer aus der aktuellen Situation? Was machen sie aus den Nachrichten? Und das sehen wir eben am Verhalten. Deshalb ganz genau jetzt mal drauf achten, ob die nächste Bewegung eben eher so aussieht oder eben ABC oder ob der Markt once again, kann man fast schon sagen, so wie wir das hier schon zigmal hatten, sagt, ach ja, stellt euch nicht so an, da gehen wir tapfer wieder nach oben. Das hat in den letzten Wochen und Monaten immer wieder funktioniert. Wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart, wir sehen das hier in den größeren Ebenen, 4-Stunden-Chart natürlich auch, dass solche Dips einfach nicht aussagekräftig alleine waren. Deshalb wünsche ich euch jetzt nicht nur das Glück, auf der richtigen Seite zu sein, auf Glück sollten wir uns als Händler ja nicht verlassen, sondern die Ausdauer, auf genau diese Bilder zu warten, dass es eben, wenn es wackelt, wackelt alleine reicht nicht. Jetzt ist das hier ein ziemlich steiler Anstieg gewesen. Es hat aber doch auch gewackelt, ja. Aber wenn wir ehrlich sind, so ein richtig toller Durchbruch ist hier erstmal nicht passiert, dass man sagen kann, naja, da ist irgendwie was getriggert worden. Ihr seht, wie diese Komponenten einfach zusammengehören und wie wichtig es ist, diese dann immer auch gemeinsam dann zu beobachten. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer sagt, das mache ich gerne alleine, der hat der Markt aktuell perfekte Voraussetzungen. Wer sagt,
Ich tue mich da immer noch schwer. Der sollte sich unbedingt bei Born for Trading anmelden. Es ist kostenlos. Hier auf finanzmarktwelt.de hat man die Möglichkeit, hier für eine gewisse Zeit mit dabei zu sein, völlig kostenfrei Nachrichten dieser Art, Updates und so weiter aufs Smartphone zu bekommen, eben wenn ich da irgendwie was Tolles sehe, beispielsweise wenn es vielleicht irgendwas Interessantes zu berichten gibt, dann einfach den Service dann nutzen. Auf der anderen Seite, wer möchte und zwar konkrete Trading-Ideen mit Ein- und Ausstiegssignal, sobald sich das hier so entwickelt. Wo exakt denn jetzt? Ja, das Prinzip habe ich verstanden, aber jetzt sag doch mal ganz genau, wo da der Einstieg ist. Der sollte sich beim Trade des Tages anmelden. Da bekommt er dann diese Marken genannt, so wie wir die Trades dann entsprechend umsetzen. Also sobald sich da etwas ergibt, was wir berichtenswert finden, gehen wir da natürlich dann gerne dann die Informationen raus. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und toi 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 an den Märkten.